Herzlich willkommen zu einer neuen Folge. Heute mal nicht Let's Play Diablo 3, sondern die Demo für FIFA 14 kam gestern raus. Gestern Abend irgendwie noch schnell runtergeladen, aber nicht mehr zum Spielen gekommen, dann war es doch schon zu spät. Heute möchte ich die aber anspielen und da wollte ich gerne ein kleines Demo-Let's Play machen, damit die vielleicht gerade keinen Zugriff drauf haben, auch mal gucken können. Ja, werden wir uns das mal anschauen. Auf der Gamescom habe ich es auf der Xbox One gespielt. Da fand ich es, um ehrlich zu sein, nicht so gut. Also die Grafik war grausam, aber ich glaube, das lag eher an den Monitoren. Die waren von LG. Manchmal macht LG Gutes, aber das war wirklich Müll. Oder es lag doch an der Grafik, aber das glaube ich nicht, weil ich habe schon ein Testspiel hier gespielt und die Grafik ist eigentlich gar nicht so schlecht. Deswegen wunderte mich das dann schon. Ja. Ich muss wirklich noch überlegen, ob ich es mir für Xbox 360 hole oder nicht. Ich würde es gern machen. Keine Ahnung. Ich muss mal gucken. Ja, komm, scheiß hier, will ich nicht machen. Welcome to EA Sports Live Coverage of this friendly. Ich finde, das Spielverhalten haben sie auf jeden Fall stark, Kack. Auf jeden Fall stark verbessert. Es fühlt sich wirklich extrem anders an, das Gameplay. Es ist auch realistischer, habe ich das Gefühl. Und es fühlt sich einfach flüssiger an. Die Spieler machen manchmal ein paar Fehler beim Abschluss oder in der Defensive. Da hat man einfach das Gefühl, dass es etwas realistischer ist. Ja, ich mache jetzt hier ein kleines Demospiel. Barcelona gegen Mailand. Nee, Dortmund, Entschuldigung. Auf mittelschwer, ich finde die KI gern so in manchen FIFAs wechselt, wurde mal wieder ein bisschen schwerer. Weil eben wurde ich, glaube ich, auch irgendwie 2-0 auf Mittelschwäche hier abgezogen. Und ja, also ich bin jetzt nicht der große FIFA-Spieler, aber ich kann's, die grundlegenden Sachen. Was war das für ein Scheiß? Oh. Sven Bender. Also, ich habe eigentlich ein sehr gutes Gefühl bei diesem FIFA. Vielleicht, also FIFA 14 war ja wirklich grausam, allein schon von den Servern. Und jetzt Tor. Ah, Neymar. Neu bei Barcelona, tut ihm bestimmt gut, auch in echt. Wo war ich? Scheiße. Ach so, ja, allein schon wegen dem Serverproblem bei FIFA 14 war, glaube ich, FIFA 14 ziemlich das schlechteste FIFA, was sie hier rausgebracht hat. Und jetzt klingelte mein. Deswegen habe ich jetzt noch gute Hoffnung bei FIFA 14. Vielleicht schaffen sie es irgendwie mal, die Server auf die Reihe zu kriegen. Weil sonst drehe ich wirklich durch, sollte ich mir das Spiel holen und ich kann erst irgendwie, ich sag mal, an Weihnachten anfangen, ein Online-Spiel zu spielen. Wenn ich mich holen sollte, werde ich auf jeden Fall, ich denke mir mal, Ultimate Team Let's Plays machen, vielleicht auch Online-Saison. Das muss ich aber noch schauen. Ja. Lionel Messi. Der Schiedsrichter regt mich sowas von auf. Ich denke immer, der spielt bei mir. Scheiß Dreck. Ich habe nochmal geguckt. Ich kann wohl doch 15 Minuten aufnehmen, deswegen habe ich, also kann ich überhaupt jetzt das Gameplay auch machen, das muss ich irgendwie mit einem Spiel starten, das ist auch scheiße. Deswegen ist das jetzt ganz gut, ich probiere das jetzt mal aus, das müsste klappen. Und ich informiere mich mal, ab wann ich länger Videos machen kann, weil bin ich auch noch nicht so gut, also ich weiß nicht genau, wann ich das machen kann. Ja. Halbzeit. Endlich wird mal die Halbzeit besser abgepfeift. Das hätte er jetzt noch abstoßen müssen und alles möglich.
Let's take a look at the highlights from the first half. Then we'll get straight back to the commentary for the rest of the contest. Ja, ich finde das Menü hier auf jeden Fall viel besser. Hier, das ist auch lustig. Also, nee, was heißt lustig? Ganz nett gemacht. So ein passendes Bild dazu. Hier nochmal die Aufstellung. Siehst du, ich würde mal sagen Fitness. Ja, doch. Oh, da kannst du die Aufstellung sogar noch ändern. Aber lassen wir ihn mal so. Ja, ich finde FIFA 14 bis jetzt richtig gut. Keine Schwierigkeiten. Ich habe mir noch keine Bewertungen irgendwie von der Demo durchgelesen. Auf der Gamescom habe ich auch gehört, dass einige zufrieden sind, andere nicht. Aber ich habe es auch nur auf Xbox One gespielt. Vielleicht hätte ich es auch nochmal für 360 ausprobieren müssen, aber wollte ich. Am liebsten hätte ich es mir gewünscht, hätte ich es auf der PlayStation 4 ausprobieren können, aber gab es ja leider nicht. Auf der PlayStation 4 konnte ich nur den Genuss von Need for Speed Rivals haben. Ob ich mir das hole, weiß ich auch noch nicht. Naja. And it's Xavi. Gibt's bessere, die PlayStation, die für PlayStation 4 kommen, bessere Rennspiele auf jeden Fall. Barcelona get the ball back with Xavi. Great opportunity. Oh, scheiße. Piqué. Scheiße. Ich habe auch das Gefühl, sie spielen sich, wenn man ihnen zum Beispiel einen Spieler einen Ball im Lauf spielt, finde ich, stellt sich der Spieler ein bisschen besser frei. Das gefällt mir gut, weil FIFA 13 war das auch eine Katastrophe, wirklich. Da konnte man den Ball in den Lauf spielen, der Spieler blieb eiskalt stehen oder lief sogar zurück. War alles dabei. Oh. Ich denke immer, der ist bei mir. Jetzt tragen die auch immer so Neon-Teile, damit man es unterscheiden kann, aber nein. Onto the attack now. He's got space. The defenders come in well here. Timed his approach and got the ball. Der war gut, aber kriegt er nicht. Jetzt wäre Piszczek schneller wie Messi. Er ist schnell, aber nicht so schnell wie Messi. Came in with a challenge. That's neatly done. Well, he's got support here. This will be a free kick. Ah, vor der nächsten Aufnahme auf jeden Fall nochmal aufladen. Well, there's still time to. Ich werde jetzt in nächster Zeit nochmal ein paar Diablo-Let's Plays hochstellen. Und dann muss ich mal schauen, ob ich vielleicht noch irgendein Spiel von meinen Spielen mal hochstelle. Ob ich da Let's Play mache, vielleicht zu Minecraft, da kann man ja immer ganz gut was machen. Nur ich finde, nun ja, ich habe da jetzt nicht irgendwie ganz so Lust zu. Ich würde es aber machen, ich muss mal schauen. Get some sort of consolation, but I don't think Barcelona will let them in. Stretching there, the defender. He has cleared. Here comes the challenge. Pedro. So, jetzt hauen wir hier mal noch ein Tor rein in der letzten Minute. Well, that goalkeeper ach, ich hätte flanken sollen. And now we've got a corner with this goal advantage. They've now got a corner. Und jetzt müssen wir nur noch wechseln. Das stört mich auch, dass man immer noch nicht diese komischen Zwischensequenzen wegdrücken kann beim Auswechseln. In der Karriere jetzt das. Oh. Karriere ist das katastrophal. Auf den Karrieremodus freue ich mich schon sehr. Das Spiel ist rum. 1-0. Sauber. Also ich finde grafisch. Verbesserung, vor allem im Publikum, das gefällt mir sehr, sehr gut, dass das Publikum verbessert wurde, weil das hätte man einfach in den letzten FIFA-Teilen schon längst machen sollen, aber es kam nie dazu, hat mich aufgeregt, ehrlich gesagt. Ja. Wenn ihr Wünsche habt, dass ich mir FIFA 14 hole, dann wird das auf jeden Fall in meinen
mein Nachdenken dazu eingehen. Und ich werde euer Wunsch vielleicht beherzigen. Bis zur nächsten Folge.